Ja, hallo, schönen guten Tag. Willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem ersten Bundesligaspiel der Saison, auswärts beim FC Augsburg. Ich darf euch allen noch mitteilen, dass wir wenig überraschend das volle Kontingent an Karten ausgeschöpft haben. Das heißt, wir werden Gott sei Dank von 3000 Fans nach Augsburg begleitet. Ja, wir können direkt mit euren Fragen starten. Erkennt es mit dem Mikrofon schnell bei euch, wenn ihr euch rechtzeitig meldet. Wer möchte denn anfangen? Wer hat eine Krawatte an? Warum hast du eine Krawatte an? Danny, du hast eine Krawatte an, du dürftest die erste Frage stellen, wenn du möchtest. Nein? Irgendjemand ohne Krawatte, der eine stellen möchte? Wie bindet man eine Krawatte, wäre eine Frage, die du stellen könntest, wenn ich mir deine Krawatte so angucke. Was ist das für ein Knoten, Danny? Einfach? Einfach Windsor. Maximal. Ich bin zuallererst, und ich glaube, das macht ja auch Sinn, Trainer dieses Vereins. Und ich kenne ja viele, viele Leute, die bei dem Verein angestellt sind und trotzdem Fans sind. Das ist auch immer ein ganz gutes Zeichen. Ich kenne nicht so viele Leute, die Fan von ihrem Arbeitgeber sind. Herr Klose. Ja. Aber Herr Müller hat so viele Arbeitgeber, dass er kaum sicher ist. Ja. Herr Klose hat übrigens eine Krawatte an. Aber der kann sie binden. Ja, aber er kann sie binden. So, also dementsprechend, ja, das ist tatsächlich so, dass wenn verschiedene Menschen, die bei diesem Verein aufeinandertreffen, dann ist das, die sich mögen, aufeinandertreffen, wie jetzt bei Ballgeflüster, dann ist das schon auch eher lustig. Und da könnte man dann den Eindruck gewinnen, dass wir uns alle wohlfühlen. Das ist nicht falsch. Ich vermute, wir gehen nochmal zu Bild in die erste Reihe. Nee, nicht zu mir, ich gehe ins... Ein weiter. Nee, Konstantin Fischer, also Praktikant. Auch Fan meines derzeitigen Arbeitgebers, aber noch viel mehr des BVB. Sie haben gerade gesagt... Bei der Bildzeitung Praktikant und Fan. Ja. Und das darf man so offen sagen? Muss ich, heißt es ja. Ah, ja, okay, bin ich mal gespannt auf die Frage. Ja, der Druck aber ordentlich erhöht jetzt. Ey. Ich sehe schon die Videos bei YouTube. Im Verlauf der Saisonvorbereitung hast du in Interviews und sonstigen öffentlichen Aussagen ja auch immer mal wieder darauf hingewiesen, dass obwohl der BVB und Bayern im Champions League Finale gemeinsam gestanden haben, dass es sehr große Unterschiede zwischen den Vereinen gibt. Jetzt hat sich der Du hast es immer noch nicht verstanden, oder? Ja, nicht nur ich offenbar. Jetzt hat sich der Bundestrainer geäußert und er hat gesagt, er sieht Dortmund und die Bayern nahezu auf Augenhöhe. Ich meine, das ist ja jetzt kein Journalist oder so, der hat ja echt Ahnung vom Fußball. Er hat aber eingeschränkt, was die ersten 12, 13 Positionen im Kader angeht. Okay. Warum stellst du mir eine Frage und gibst du mir nicht alle Informationen, die du hast dazu? Warum muss der Sascha Flicke einspringen? Also, das ist dein Job. Das ist der Job. Ja. Doofe Fragen zu komplettieren. Jetzt nochmal, ich versuche zurückzukommen zum Thema. Martin Feier mit der BVB-Total-Zuschauerfrage. Darf Martin keine anderen Fragen stellen? Nein. Achso. Doch, dürfte ich eigentlich auch. Aber du denkst erst gar nicht nach. Genau. Im Zettel steht das auch recht. Die Lisbeth Brümmer hilft uns da aus und sie fragt, sehr geehrter Herr Klopp, Schwarz-Gelb hatte unter der Woche zahlreiche Nationalspieler zu Länderspielen abgestellt. Wie sah eigentlich die Vorbereitung auf das Spiel gegen Braunschweig aus? Erstmal freut mich, den Namen Lisbeth zu hören. Meine Mutter ist erst heute Morgen abgereist, war eine Woche da, heißt Lisbeth. Ja. Trotzdem haben wir trainiert, obwohl meine Mutter da war. Und bitte schön, Ihre Frage. Ja. Hallo, Dijardot, WRZ. Herr Klopp, wie haben Sie und die Mannschaft diesen Stimmungsboykott miterlebt? War das noch im Nachhinein ein Thema oder redet man da nicht drüber? Also, den Boykott. Ja, das habe ich verstanden. Ihren Namen habe ich nicht verstanden. Dijardot. Kein Franzose. Dijardin. Das ist der Konya oder was? Glückwunsch. Sie arbeiten trotzdem. Das ist cool. Martin Feier von BVB Total mit der BVB Total Zuschauerfrage nehme ich an. Ganz genau, die kommt von Marcel Hameling und der schreibt, in meiner Familie, man kann es kaum glauben, gibt es einen HSV-Fan. Der hatte letzte Saison leider eine ganz große Klappe nach den 2 Siegen gegen uns. Das war nicht schön. Ich habe große Lust auf eine Revanche. Wie groß ist Ihre Lust darauf? Also erstmal muss man sagen, es sei dem Jungen gegönnt, zweimal im Jahr gut drauf zu sein. Das sind ja keine Unmenschen.
Ja. Bitte. Ja, Mats Hummels hat bei der Nationalmannschaft jetzt nicht gespielt zweimal. Hat vorher auch in Frankfurt nicht ganz so gut gespielt. Wie erklären Sie sich, dass er noch nicht so in Form ist wie in der vergangenen Saison? Also erstmal, das letzte Mal habe ich schon gesagt, das ist echt, was Sie mal losgeschickt werden, das ist echt nicht in Ordnung. Aber die Fragen, die etwas unangenehm, müssen immer Sie stellen, oder was? Zieht ihr Stöckchen oder was vorher? Gut. Ja. Also fang mal so an. Fußballer sind auch nur Menschen. Die nächste Frage kommt vom Podest. Bitte schön. Wie einige diese Woche schon gefordert haben, dass ich mir einen Psychologen aufsuchen sollte. Heiner Psychologe ruft mich gerade. Also unser Teampsychologe. Das machen wir aber dann nach der PK. Wird das live übertragen hier? Ja, ja. Mache ich so einen schlechten Eindruck? Nein. Bitte. Ich darf euch alle nochmal ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz gegen Borussia Mönchengladbach. Und wenn es noch Fragen dazu gibt, beantworten wir total gern. Jörg. Jürgen, ich muss trotzdem noch eine Frage stellen. War es auch abgesprochen, dass Roman Weidenfeller dann, oder wusstest du, dass Roman Weidenfeller wieder nicht nominiert wird? Ich werde das nicht kommentieren, als wir es besprochen haben. Aber wir haben Informationen ausgetauscht, klar. Wieso ist die, Nominierung raus, oder was? Ja, ja. Ach so. Warst du überrascht, dass er nicht dabei ist, oder bist du überrascht? Nein. Wer ist denn dabei? Von uns. Hummels, Bender, Reus. Hummels, Bender, Reus. Also alle, die laufen können, okay. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Danke fürs Interesse an unserem Spiel in Mönchengladbach, das morgen Nachmittag stattfindet. Zum Glück sind wir nicht so überheblich wie ihr, ehrlich gesagt. Das wäre scheiße, ey. Wünsche eine gute Anreise. Bis dann. Tschüss. Das ist das speziellste Fußballspiel der ganzen Saison und ihr habt keine Frage dazu. Da muss ich sagen, nix da. Jetzt ist vorbei. Das ist der Hammer. Schönen Tag. Das könnte eine der kürzesten Pressekonferenzen aller Zeiten werden. Oliver Müller möchte anfangen. Hallo, die Tatsache. Olli sieht gut aus. Was gibt's denn da jetzt zu lachen? Hallo. Du hast so einen leichten Schildkrötenhals gerade. Echt? Ja. Olli, hast du auch was mit den Haaren machen lassen? Ja, hast du Luft getrocknet heute. Okay. So füllig. Dann würde ich diesen Teil der Pressekonferenz jetzt ganz gerne abschließen. Nicht bevor wir alle im Namen von Borussia Dortmund Boris Rupert zu seinem Geburtstag gratuliert haben heute natürlich. Das vergessen wir nicht. Herzlichen Glückwunsch, Cory. Wir haben das extra auf heute gelegt, damit du... Muss nicht übersetzt werden übrigens. Okay. Ja. Wie alt wird er denn? Lass uns raten, wir raten alle, wie alt Boris wird. Sag du. 53. Okay. Aki? 28. Michael, was sagst du? Ah, ich würde sagen 45. Na, ich habe mich an der Optik orientiert, Aki am Verhalten. Und Boris? Michael weiß es einfach. 46. Wahnsinn. Jünger als ich. Herzlichen Glückwunsch. Freddy Rückenhaus, Süddeutsche Zeitung. Arsenal hat für deren Verhältnisse wahnsinnig defensiv gespielt, sehr, sehr eigentlich gegen ihre eigene DNA. Hat euch das ein bisschen überrascht, weil es ja eine ungewöhnliche Spielweise? Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Vermählung, Herr Rückenhaus. Freddy Rückenhaus hat geheiratet, für alle, die es nicht wussten. Viel Glück gehabt. Ja. Drum prüfe, wer sich ewig findet. Ihr habt lange geprüft, ihr beiden. Also gut. Darf ich kurz eine Frage stellen? Gehört das Handy jemand aus dem Auditorium oder ist das das von Papa? Di chi è questo telefonino? Ah. Läuft noch. Funziona sempre. Boris Rupert lacht schon vor seiner Frage. Mal gucken, an was du uns erinnerst. Kann man dieser Champions-League-Statistik den Fakt entgegenstellen, dass der BVB immer in Mainz gewonnen hat, wenn Sven Bender zuvor einen Nasenbeinbruch erlitten hat? Wie oft? Nee.
Danke, Boris. Das, aber es hilft, wenn dann sowas kommt, dann hilft das dann auch direkt. Weil es ist wichtig, dass wenn das Negatives kommt, dann kommt was Positives. Super. Ja. Und jetzt wieder ausgeglichen. Da kann uns nichts passieren, sozusagen. Hat Sven dann mitgespielt oder dann wahrscheinlich nicht? Weil normalerweise konnte du auch noch. Nicht gekniffen. Das ist ein Riesenunterschied zwischen nicht spielen und kneifen. Ja klar hat man immer nicht gespielt. Also das kam gar nicht so selten vor, leider. Aber sogar sehr gut. Weicher, ja. Gibt es eigentlich statistisch betrachtet irgendeinen Knochen im Gesicht, den er sich noch nicht gebrochen hat? Boah, Leute, hört auf jetzt. Also sowas macht man echt keine Witze. Das ist wirklich... Ja. Vermutlich nicht. Entschuldigung, wir haben die Antenne draußen. Oh. Ist das so besser? Das ist keine Antenne. Ja, okay. Oder der Arm ist. Habe ich eine gute Erfahrung mit. Was hast du gefragt? Wie es unseren Verletzten geht. Oh. Ja, es ist Zeit für Ihre Fragen. Wir bitten darum, kurz den Arm zu heben, dann sind wir schnell mit dem Mikro bei Ihnen. Der Kollege da hinten allerdings hat keine Frage, der wird den Arm dauerhaft heben, vermutlich. Ist das eine Frage? Also, wir wollen das wirklich nicht lustig machen, aber wenn Sie sie von unserer Warte aus sehen können, das ist schon geil. Das dauert hier manchmal. Er möchte vielleicht mal die Kamera schwenken, ja? Nicht, dass die ganze Zeit die Leute denken, wir haben Lattenschuss und reden da über irgendjemand, der keine Antenne hat. Jetzt sind, Reuters Fernsehen, vier Mannschaften sind jetzt, deutsche Mannschaften sind qualifiziert für das Achtelfinale. Wie bewerten Sie das für den deutschen Fußball? Das ist echt gut. Ja, toll. Bijan auf dem Kamerapodest, bitte. Ja, hallo. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Meine Frage ist auch in Anbetracht der Verletzten, wie sehr freust du dich auf die Winterpause? Sag ich mal im Namen des BVB danke, bevor irgendeiner glaubt, ich hätte auch Geburtstag. Das wäre eine geile Geschichte. Zusammen mit BVB. Ja. Boris. Oh. Damit ist uns die Möglichkeit auch genommen. Würdest du bitte warten, bis das Mikrofon kommt? Jetzt ist es da, Boris. Jürgen, kommen dir die Terminplaner entgegen, dass das Spiel an einem Freitagabend ist? Seit genau 10 Jahren hat Borussia Dortmund freitagsabends in der Bundesliga nicht mehr verloren. Und das letzte Freitagabend-Auswärtsspiel in der Stadt mit B auch noch haushoch gewonnen. Ist eigentlich alles angerichtet? Ich liebe ihn. Ja. Absolut. Ich war so glücklich, als ich gelesen habe. Freitagabends Braunschweig. Mir sind sofort die ganzen Dinge eingefallen, die du eben genannt hast. Leider müssen wir ja noch spielen. Und uns reicht es nicht, wenn wir uns einfach hinsetzen und die Statistik erkennen. Und das allein führt bei uns nicht dazu, dass wir uns besser fühlen. Und wir spielen auch noch und Braunschweig auch noch mit. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Toller Fußballspieler, der im Moment jetzt, er kann. Davon gehe ich jetzt mal aus. Kann man das sagen? Darf man, alles klar. Papa hat gestern nicht wegen seiner Wade nicht trainiert, sondern weil er einer viel angenehmeren Aufgabe nachgekommen ist. Es gibt eine neue kleine Griechin, ja, geboren in Dortmund. Jetzt wird er seinem Namen gerecht, Papa. Ja, endlich ist er ein Papa und heißt nicht nur so. Wie heißt er? Nein, wir hatten noch keinen Kontakt. Wir lassen Väter dann auch ein paar Stunden in Ruhe. Es scheint unter griechischen Neuvätern nicht so Usus zu sein. Uso zu sein. Direkt alle darüber zu informieren und so weiter. So, ich musste ihn anrufen, sagte er, ja, vor 3 Stunden. So, alles klar. Tag. Wir machen das Ganze heute eigentlich nur, damit Josef Schneck Brötchen bekommt. Was? Wenn du das falsche wegnimmst? Was wolltest du? Ich nehme das. Jetzt, dann hängt es zwischen den Zähnen. Ja. Was ist denn das für eine Kamera? Von wem ist die denn? Ist sie für Zahnbelag oder was? Ich will jetzt nicht allzu große Kritik üben, aber wenn man so einen Spielplan macht, frage ich mich schon.
ein nicht komplett unlogisches Halbfinale, Borussia Dortmund gegen Bayern München, und drei Tage nach einem Bundesligaspiel, das hätte man wahrscheinlich auch anders lösen können, denke ich mal. So, jetzt ist man dem aus dem Weg gegangen, wir hätten ja da bleiben müssen, wenn wir da gespielt hätten, oder ob die Bayern denn hier bleiben müssen. Wie auch immer. Nur wir hätten da bleiben müssen. Quatsch, danke Boris. Achso, das Bundesligaspiel ist nicht da, wo ich will, sondern... Dafür bezahlen wir ihn. Dafür bezahlen wir ihn, wirklich? Ja. Das hat zum Glück keiner gehört, weil du hast kein Mikro. Und weil ich dich mag, wiederhole ich es nicht. Ne? So, was witzig ist, dass wir am Mittwochmittag in der Kabine saßen, und da sind dann die getauschten Trikots, liegen immer gewaschen in der Mitte. Und die Jungs, die dann getauscht haben, nehmen sich runter, und bis zum Schluss lag das Trikot von Zambrano noch da, und keiner hat sich gemeldet, weil es mir gefragt, ich habe gefragt, bleibt nur noch eine Frage offen, wer hat das Trikot mit Zambrano getauscht? Hat sich keiner gemeldet. Ja? Mitgenommen hat es der Dolmetscher am Ende. Ja? Ja. Also hast du ihn verpfiffen. Ich dachte, es wäre ein Witz, als er gesagt hat, ich finde ihn gut. So, gut. Bijan auf dem Kamerapodest. Ja, hallo zusammen. Wir haben auch wieder eine Zuschauerfrage bekommen von Sascha Rudolf aus Sennborg. Da geht es um die Nachwuchsspieler. Er freut sich immer, wenn junge Spieler, junge Talente wieder in die Mannschaft nachrücken, und meint auch, dass das auch vielleicht den einen oder anderen Nadelstich setzt in die etablierte Mannschaft. Wie wichtig ist die Jugendarbeit, und ja, was kann man vielleicht noch erwarten von jungen Spielern, die vielleicht aus der U23 noch nachrücken? Wie wichtig ist was? Die Jugendarbeit. Die Jugendarbeit generell, okay. Ja. Ich habe lange überlegt, wie ich die Frage formulieren soll. Und wie hat er sie denn gestellt? Ach, der hat die ganz komisch. Also wie heißt du nochmal, der Mensch, der die Frage komisch formuliert? Sascha Rudolf aus? Aus Stellenborg. Also der, ich sag mal, er hat sie so gestellt, wie ich sie jetzt nicht stellen wollte. Weil spätestens jetzt freut er sich. War aggressiver Unterton, oder was? Ja, es war so. Ich weiß, dass du es nicht magst, wenn andere Leute dir vorschreiben, wie du die Mannschaft aufzustellen hast. Deswegen. Nee, das ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht, weil es hat ja keinen Einfluss darauf. Ihr könnt alle eine Aufstellung abgeben, wenn ihr wollt. Das ändert ehrlich gesagt aber nichts an der Tatsache. Ja. Boris Ruppert. Wie sehr kitzelt es denn, dass mit Ausnahme des Rückrunden-Eröffnungsspiels vor 2 Jahren die letzten Spiele in Hamburg immer sehr turbulent waren und der HSV auf die eine oder andere glückliche Art und Weise auch gegen Borussia Dortmund hat gewinnen können? Weiß ich gar nicht. Ist das so? Ja. Ja. Also die Spiele, die mich erinnern, das Saisoneröffnungsspiel, Rückrundeneröffnungsspiel, das war relativ klar. Ja. Und dann davor sonst war nur, aber nicht so. Da kann ich mich nur an 1-1 erinnern, wo Kuba einen Ball reinschießt, nach Uwe-Kopfballverlängerung. Da habe ich mich auch eher gefreut, um ehrlich zu sein. Ja. Aber dazwischen lagen Niederlagen gegen Hamburg, oder was? In Hamburg, ja, ganz viele sogar. Oder andersrum, seitdem du Trainer bist, hast du bei keinem anderen Verein so häufig verloren wie in Hamburg. Boris, das ist aber schön, dass du uns daran erinnerst. Ja, ich wollte es ja nicht sagen, aber ich muss ja jetzt, weil ich... Weil du mir deine Scheißfrage erklären willst, damit kommt dein... Ich wollte nicht so ins Detail. So Boris, ich habe mich so gut gefühlt. Ist der HSV mein Angstgegner, oder was? Ja. Wenn ich das jetzt alles sagen würde, was ich gerade über dich denke, dann wäre, glaube ich, Bushidos Liedtext ein feuchter Furz dagegen. So, aber jetzt. Es wäre feuchter Furz, aber auch die freundlichste Formulierung in dem Liedtext. Harald Grundmann, es sei denn, es hat sich erledigt. Das ist der Fall. Ich habe noch was. Erik Dohm hat gerade geschrieben, falls ihr nachher über den Borsigplatz Richtung Brakel fahrt, Blitzer. Die letzten beiden Fragen bitte. Die erste kommt von Heiko Niederer. Ich habe noch eine Frage, die ist eigentlich nicht von mir, sondern von Matthias Sammer. Der sagt zum Thema Dominanz, stellt er die Frage, wird denn woanders auch jeden Tag akribisch trainiert, als würde es kein Morgen geben? Ist das so? Fragt er. Fragt er uns? Er fragt nicht euch, aber er fragt allgemein an die Liga. Definitiv hat er das gefragt, oder ist das französische Anführungszeichen? Vielleicht ist das die Message nach draußen, wird denn woanders auch jeden Tag akribisch trainiert, als würde es keinen Morgen geben. Also, wie soll man darauf antworten?
Irgendwas hat er zu Konstanze auch gesagt, gell? Also ich sag mal so, völlig unabhängig davon, ich finde es ganz wichtig im Leben, dass man das Glück, das man hat, auch erkennt. Und ich glaube nicht, also ich an Matthias Sammerstelle würde jeden Morgen, bevor ich das Bayern-Trainingsgelände betrete, Gott danken, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, mich da dazuzunehmen. Und ich glaube nicht, dass Bayern München einen Punkt weniger hätte, wenn Matthias Sammer nicht da wäre. So, aber was er ansonsten mit der Trainingsarbeit zu tun hat, weiß ich nicht. Vielleicht gibt er Pep Tipps, wie so ein Training aussehen kann. Dann wird es ja Sinn machen, dass er sich dazu äußert. Aber wir nehmen Anregungen gerne an und aber jetzt trainieren wir richtig und dann gucken, was sich auswirkt. У меня два коротких вопроса. Первый. Ваше отношение к отставке Лучана Спалетти. И второй. Все ли у вас здоровы? Есть ли у вас травмированные, которые не смогут играть? Jürgen, erstmal möchte ich ganz liebe, viele Grüße aus St. Petersburg an dich richten. Und wie du sicherlich erfahren hast, nach dem Spiel gegen St. Petersburg, und es gibt jetzt noch mehr Fans in St. Petersburg für Borussia. Ja. Und es gab so ein paar Veränderungen. Es wurde, also der Trainer wurde gefeuert. Im Übrigen auch der Dolmetscher, der damals in der Pressekonferenz dolmetscht hat. Es ist nicht einfach. Der wurde auch gefeuert. Und ich habe zwei kleine Fragen an dich, die ich richten möchte. Erstens, wie siehst du die Entlassung von Spalletti? Und какой был второй вопрос? Und sind alle in Ihrem Team wohl besonnen? Geht es allen Spielern gut? Ah. Danke. Die Grüße können wir zurückgeben. Wir haben festgestellt, dass es viele Fans von Borussia Dortmund in St. Petersburg gibt. Viele, die in Dortmund-Klamotten, die wir gesehen haben, haben Russisch gesprochen. Das war für uns auch überraschend. Aber schön. Und zu den anderen, das mit dem Dolmetscher tut mir wirklich leid. Das hoffe ich einfach, dass er in dem Genre ist. Kunst, Geschichte, Literatur, in der er gehört und da weiterhin als Dolmetscher arbeiten kann. Bijan, bitte. Ja, hallo. Ich habe auch zwei Zuschauerfragen bekommen von Max und Renate Söllner aus Regensburg. Max ist 7 Jahre alt, ein großer BVB-Fan und er möchte gerne wissen, ob es Mannschaften gibt, gegen die ein Sieg besondere Bedeutung hat für dich. Er meinte vielleicht Bayern oder Schalke, im Gegensatz zu vielleicht anderen Bundesliga-Vereinen. Also erstmal 7 Jahre Regensburg und BVB-Fan. Halt durch. Ich denke, das ist kein Zuckerschlecken in der Grundschule oder im Kindergarten. Heiko Niederer von der Bild. Glückwunsch zur Hochzeit übrigens. Dankeschön. Es gab stand das auch in der Bild oder was? Nee, das stand nicht da. Es wäre mal cool, wenn ihr mal Fotos von euch selber von Hochzeiten und sowas reinbringen würdet. Das interessiert ja keine Sau. Das meiste, was ihr schreibt, interessiert keine Sau. Aber ich sage, jawohl. Bijan, bitte. Ja, hallo Jürgen. Ich habe mal eine Frage zu Wolfsburg und zwar geht es um Ivica Olic und Kevin De Bruyne. Was zeichnet die beiden Spieler insbesondere aus? Wie kann man die am besten in den Griff bekommen? Und dann würde ich nochmal auf das Bundesligaspiel kurz zurückblicken. Die erste Halbzeit laut Netradio, ich habe es im Netradio verfolgt, war nicht ganz so erfolgreich. Die zweite umso besser dafür. Wollte ich fragen, woran liegt das? Hat das vielleicht mit der Systemumstellung zu tun, auf 4-1-4-1 mit den Auswechslungen oder wie erklärt man sich das? Erstmal schön, dass du das Netradio verfolgst. Nee, erstmal noch viel mehr. Wie, du bist nicht im Stadion? Ich habe es nicht immer die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen. Also was ich nicht schaffe, höre ich mir in eurem Netradio an. Das ist immer sehr interessant. Doch. Du stehst da oben mit drei Kameras und hast keine Pressekarte oder was? Ich muss auch noch arbeiten. Also. Ich dachte, das wäre deine Arbeit. Ja, Straßenbahnfahrt. Schön, dass wir. Ja. Cool. Gut, dann was war die Frage? Danke, Jürgen. Du hast es gesagt, ein weiteres Saisonziel, das wir im Sommer 2013 verkündet haben, ist erreicht. Und aus dieser Runde gibt es bestimmt die eine oder andere Frage an beide Trainer. Ich bitte um rechtzeitiges Handzeichen. In die zweite Reihe, bitteschön. Ich will nur ganz kurz dazu sagen, wenn irgendwie, falls wir das machen wollen, ich weiß, die Jungs müssen heim, aber ich muss mal für kleine Trainer. Also, falls jemand eine Frage hat, gerne. Wenn nicht, dann einfach Schluss. Das Spiel hat für sich gesprochen. Also, ich muss wirklich, sonst wird es unangenehm.
War nicht für mich die Frage? Cool. Kannst du auch nochmal wiederkommen? Ja, da, wo ich hin muss, da komme ich nicht mehr. Ja, hatten wir auch noch nicht. Begrüße Sie zur Pressekonferenz mit Dieter Hecking. Ja, gut. Ich muss noch nicht. Das ist schön und wir warten auf die Fragen.